aus, sie dreht sich nicht schnell genug. Was passiert, wenn man bei einer Website, die Beauty-Dienstleistungen anbietet, in jeder Kategorie den höchsten Preis wählt und dieses Treatment dann durchzieht? Spoiler, es geht nicht immer gut aus. Oh Gott. Experten sagen, wir befinden uns in einem Beauty-Boom. Und in Zeiten von TikTok kann ich das auch wirklich verstehen. Boah, Sonne knallt auf einmal oder was? Du bist auch schlecht für die Haut. Habe ich ja auf TikTok gesehen. High-Maintenance-Dinge, die ich tue, um die ganze Woche Low-Maintenance zu sein. Wie man richtig eine Ölkur für die Haare macht. Supplements, die man nehmen muss für Anti-Aging. Haut, Haare, Nägel. Und irgendwo in meinem kleinen Köpfchen hat sich der Irrglaube gebildet, dass wenn man viel Geld hat, man automatischer auch viel wunderschöner ist, weil man die ganzen Treatments einfach die ganze Zeit machen kann. Deswegen hatte ich die Idee, mich zu opfern. Und einige Beauty-Treatments zu machen, um rauszufinden, was lohnt sich wirklich zu machen. Meiner Meinung nach natürlich. Und je nachdem, wie es an mir funktioniert. Und was lohnt sich eigentlich gar nicht. Gibt's ja auch. Es sprießen Trends links und rechts nach oben. Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Durchblick mehr. Jeder erzählt auch was anderes. Deswegen ein ungefiltertes, persönliches Experiment. Vor allem, was das Gesicht, Haut, Haare und den ganzen Körper betrifft, also eigentlich alles, was man sieht, werde ich mich danach besser fühlen und macht Geld wirklich schöner. Das Erste, was einem äußerlich ins Auge springt, finde ich, sind immer Haut und Haare. Und da geht es fast auch schon um den gesundheitlichen Aspekt, weil gesundes Haar und gesunde Haut sehen am schönsten aus. Das ist ja eigentlich ein Health-Video. Und meine Haare sind alles andere als gesund. Man sieht, sie sind trocken. Sie sind zwar lang und mittelvoll, würde ich sagen. Aber so macht es irgendwie auch keinen Sinn. Und Folgendes ist wirklich die teuerste Haarkur, die man beim Friseur, glaube ich, machen kann. Ob sich das lohnt, Leute? Ich hoffe es für meinen Yelf-Beutel. Ich kann euch nur bitten, jede Beauty-Behandlung erstmal abzuwarten und euch dann das Ergebnis anzugucken, okay? Also ich habe diesen Laden noch nie gesehen, ich habe noch nie von diesem Laden gehört, aber das heißt ja nichts. Wir holen uns unser Haar-Detox. Ich habe den Friseursalon mal zensiert aus offensichtlichen Gründen, die ihr gleich erfahren werdet. Ich bin hier fürs Haar-Detox. Ich hatte Detox? Ja. Detox. Botox. Weil diese Produkte sind sehr teuer und sehr gesunde Produkte. Okay. Wobei handelt es sich bei Haarbotox? Es wurde mir als eine natürliche Alternative zu dem chemischen Keratin angeboten, was ja Proteine sind. Das Haarbotox soll für jeden Typ geeignet sein, vor allem für blondiertes Haar, kaputtes Haar und Spliss. Die Dame im Friseursalon meinte, das ist eine so tolle Pflege, aber nicht so bekannt, weil sie eben sehr teuer ist. Meine Haare wurden mit einem Shampoo grundgereinigt, das heißt alle Reste von Haarspray, Spülungen, Masken etc., die noch in den Haaren sind, Silikone, werden erstmal ausgewaschen. Dann wurde ich wieder auf den Friseurstuhl gesetzt und mir wurde Strähne für Strähne mit diesem Treatment quasi eingerieben. Das Ganze musste dann eine halbe Stunde einwirken und dann bin ich skeptisch geworden. Ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass das Ganze eine richtige Glättung ist. Also klar, strahlendes Haar und entglättender Effekt ist nicht für mich das gleiche wie, es ist literally eine Haarglättung. Jeder meiner Haarsträhnen wurde geföhnt und danach geglättet mit dem Treatment drin, damit sich quasi das Haarbotox reinbrennt in die Haare. Da dachte ich schon, oh Gott. Auf blondiertes Haar. Das kann doch gar nicht gut sein. Es kann literally, es kann nicht gut sein. Es hat sich nicht gut angefühlt. Es war sehr sus, aber ich dachte so, sus. Und ich glaube auch zu diesem Zeitpunkt, dass die Dame, die meine Haare behandelt hat, wirklich selbst davon ausgegangen ist, dass es super gut für die Haare ist und sie das so gelernt hat oder was weiß ich was. Und als sie mir dann gesagt hat, dass ich meine Haare bitte 3 Tage nicht waschen soll und am besten 2-mal am Tag glätten soll, ohne Hitzeschutz etc., dachte ich komplett, sus. Das erste Mal, als ich zu Hause meine Haare geglättet habe, alter Vater. Ich bin mir aber sicher, verstehst du das? Meine Haare sind ab
gebrochen. Guckt euch mal bitte meine Haare an. Abgesehen davon, dass überhaupt keine Glättung stattgefunden hat, meine Spitzen sind richtig am Arsch. Also es hat auch irgendwie nichts mit Pflege zu tun. Ja. Scheiße. Halleluja. Also habe ich die einzige gefragt, die ich eigentlich in Sachen Haare vertraue, die aber ausgewandert ist und mich hier zurückgelassen hat. Und Folgendes ist dabei rausgekommen. The fact that people think you can make hair healthy is already a wrong thing. Hair is dead. There is no way to heal it or something like that. You have what you have and that's it. So wie sie es beschreibt, ist nicht das Keratin das Schlimme, weil Keratin ist quasi stinknormales Eiweiß. Das Problem ist die Glättung danach. Die Tatsache ist sogar, dass für feines und dünnes Haar Keratin echt gut ist, weil es Volumen addet und die Keratinbestände quasi aufgefüllt werden. Aber mein Haar ist ja nicht wirklich fein. Und wenn zu viel Keratin in die Haare kommt, werden sie unflexibel und brechen ab. Ah, du panierst deine Haare. So stellst du es dir vor, wie ein Schnitzel. Du packst etwas drauf und dann frittierst du es. Also, ich habe jetzt geschnitzelte Haare. Meine Haare sehen nicht wirklich gesund aus. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es die Schuld des Salons ist. Die haben es wahrscheinlich einfach so gelernt und akzeptiert. Nach den Bewertungen zu urteilen, es sind recht wenige, ist der Salon wohl auch recht neu. Ich habe mich so bemüht, meine Haare gesund und gepflegt auswachsen zu lassen. Und eine Fehlentscheidung. Boom! Jetzt bleibt nur noch die Frage, soll ich meine Haare abschneiden? Und direkt im Anschluss habe ich mir ein Hydra Facial gebucht. Das ist auch so ein Begriff, finde ich, den hört man immer wieder. Hydra Facial hier, Hydra Facial da. Muss ja geil und klärend und zum Leuchten bringend sein. Ich glaube, von so Weitem und unter der Schminke sieht man es nicht, aber ich habe wirklich stressbedingt oder hormonell bedingt, keine Ahnung, so ein bisschen Mitesser auf meiner Haut. Die sieht so ein bisschen träge, ein bisschen schlaff, dehydriert aus. Mal gucken, was man da machen kann. Hi, hallo. Ich habe einen Termin fürs Hydra Facial. Das heißt, ja. Genau. Also wenn ich oft von Facials höre, dann sind es Hydra Facials. Was sich mega gut anhört, denn es hört sich hydrierend an. Warum verfolgt einem in jedem Beauty-Studio eigentlich Sylvie Mais? Die ist auch sehr beautiful, muss man sagen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu filmen. Ich war alleine da. Aber erstmal wird die Haut gereinigt. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Röhrchen, das an eurer Haut saugt. Deswegen habe ich auch erstmal einen größeren Aufsatz bekommen und mir wurde eine Lymphdrainage im Gesicht gemacht, was ich mega cool finde. Und ich finde auch irgendwie, seitdem sieht mein Gesicht ein bisschen definiert aus. Ich schwöre es euch. Es wird auf jeden Fall erstmal gereinigt. Das heißt, dieses Röhrchen saugt die ganze Zeit und es wird so an der Nase lang gefahren. Okay, danach wird ein Peeling gemacht mit so. Aus diesem Röhrchen kommt auch so wie so eine Säure raus, die dann ins Gesicht eingerieben wird. Dann wird nochmal lang gesaugt. Ich glaube halt, es werden verschiedene Flüssigkeiten durch dieses Röhrchen in die Haut gejagt. Am Ende gibt es noch Antioxidantien. Meine Haut wurde noch ausgereinigt, aka meine Mitesser wurden ausgedrückt. Und dann wurde mir noch eine Feuchtigkeitsmaske aufgetragen, die unter einem LED-Licht eingewirkt ist. Kaum mache ich dieses Augenpatch runter, sehe ich wieder Sylvie Mais. Man kann auch Schlimmeres sehen in so einer Situation. Kleines Hautupdate. Sieht noch ein bisschen gedamaged aus, aber alles in allem finde ich sehr vollgesaugt mit Feuchtigkeit. Was ich liebe am Hydra Facial sind die der dritte, vierte Tag danach. Die Haut sieht einfach hydriert, straff, glänzend, healthy aus. Es ist auch die Zeit, an der ich die meisten Komplimente für meine Haut bekomme. Und ich bin ein Akne-Mädchen, okay? Ich bekomme wirklich selten Komplimente für meine Haut. Und das Hydra Facial macht es möglich, deswegen liebe ich Hydra Facials. Ich habe allerdings auch eine Freundin, die war beim Hydra Facial und ihr hat es wirklich gar nichts gebracht. Deswegen ist vielleicht auch so ein bisschen Hauttyp abhängig und was für Probleme ihr habt. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wert es mal auszuprobieren. Toppity Pop!
Heute stehen weitere zwei Termine an. Nagel Design und Brow und Lash Lift. Und da man diese Sachen quasi instant sieht, bin ich echt gespannt auf das Resultat. Und ob ihr da draußen sagt, wow, sie ist nochmal 3000 Mal schöner als zuvor. Normalerweise, wenn ich mir die Nägel machen lasse, gehe ich in so einen Fließbandschuppen, nenne ich das immer. Ich gehe da, glaube ich, wirklich seit 6, vielleicht sogar 8 Jahren hin. Ich werde niemals wiedererkannt. Ich bin niemals bei der gleichen Person zweimal zum Nägel machen. Ich setze mich einfach hin. Das Einzige, was ich sage, ist Hallo und Tschüss und diese Farbe bitte. Es geht schnell. Man ist selbst nach 8 Jahren anonym. Keine Ahnung, ich lieb's. Aber selbst ich bekomme dort immer wieder mit, dass Leute hingehen mit ihren Pinterest-Inspos und irgendwie super aufwendige Sachen haben wollen, was die Nageldesigner gar nicht hinbekommen und schon gar nicht für 30 Euro. Also habe ich mir diesmal wirklich einen Nageldesigner ausgesucht und bin da mit meinen verschiedensten Pinterest Valentine's Day Nail Inspos hin. Okay, das ist in der Form von meinen Nägeln. Ziemlich simpel. Simpel, aber cute. Das ist der Laden, der das Nail Design macht. Hi. Hi, ich habe einen Termin für Nageldesign. Ja. Und eigentlich lief alles sehr gut. Wir haben uns für ein Nageldesign entschieden. Meine alten Nägel wurden abgefeilt. Ein neuer Nagel wurde kunstvoll aufgebaut. Und dann hat sie die Steinchen rausgeholt. Diese kleinen Silbersteinchen, wie auf dem Bild, und Herzsteinchen. Und ich so, ach so, nee, ich wollte eigentlich, dass die Herzen gemalt sind. Und dann hat sie mich ganz entgeistert angeguckt und gesagt, malen? Malen kann ich nicht. Leute, wenn ich euch sage, dass mein Traum geplatzt ist. Geplatzt, zerbürstet, auseinandergenommen. Eine Kollegin hat uns überhört und meinte, was ist das Problem? Ich kann dir sofort Herzen malen. Und ich dachte nur, Halleluja, ich bekomme meine Herzen. Und so ist es auch geschehen. Guckt euch diese wunderschönen Nägel an. Wow, wow, wow. Einfach 100% das, was ich wollte, ist mir noch nie passiert. Und es hat nicht mal wie auf der Website 80 Euro gekostet, sondern nur 65. Und ganz ehrlich, für Handarbeit bezahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Alles, was ein bisschen handintensiver, ein bisschen delikater zu machen ist, dafür zahle ich gerne. Have you ever seen such cute Valentine's nails? Never! Und im Gegensatz zu den zwei Sachen, die wir vorher schon gemacht haben, sind das jetzt zwei Sachen, die man instant sieht. So auch die Augenbrauen und die Wimpern, die vorher so aussahen. Auch ein Augenbrauen- und Wimpernlift hatte ich schon des Öfteren gemacht. Mache ich aber sehr unregelmäßig, nur irgendwie zu besonderen Anlässen. Und das Lustige ist, dass ich mir voll random einfach auf dieser Beauty-Treatments-Seite jemanden ausgesucht habe, weil ich es ja gefiltert habe. Bin ich da reingekommen, sagt die, Hi, ich bin da für Lash und Brow Lift. Du warst schon mal rein. Echt? Ich war einfach schon mal bei der, nur in einem anderen Laden, als sie in einem anderen Laden gearbeitet hat. Hammer. Also wusste ich schon, das wird absolut wahnsinnig toll. Ich konnte leider nicht so viel aufnehmen, weil meine Augen zu waren beim Prozess. Das Wimpern- und Augenbrauen, Augenbrauen-Lift ist ja eine ähnliche, wenn nicht sogar eine gleiche Emulsion, die auch für eine Dauerwelle zum Beispiel genutzt wird. Das heißt, die Haare werden eigentlich in eine bestimmte Richtung gedrängt. So sah ich dann aus, ohne dass ich irgendwie drüber geschminkt habe oder sonst irgendwas. Einfach pure und natural. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen und modernen Look einfach. Modern, wisst ihr, was ich meine? Natural modern. Da das Ganze ziemlich schädlich ist für die Wimpern und für die Augenbrauen, würde ich es nicht jetzt jeden Monat neu machen. Wie gesagt, bei mir hält es recht lange. Bei einer Freundin von mir zum Beispiel irgendwie gerade mal 2 Wochen. Dann ist der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Also sagen wir vielleicht mal so für einen Urlaub oder so, wo man sich eh nicht so viel schminkt, aber man irgendwie einen natürlichen, trotzdem intentional Look haben will, ist es perfekt. Lieb ich, lieb ich, lieb ich. Also ich muss sagen, ich bin recht skeptisch. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass es länger als 1 oder 2 Stunden hält, dass man dann diesen Schlankheitseffekt hat. Aber wir werden gucken, vielleicht
ich täusche mich ja auch gerne mal, so ist es nicht. Lymphdrainagen gehören in meinem Kopf eigentlich oder gehörten immer zu was Medizinischem. Sagen wir, du bist schwanger oder hattest eine OP oder sonstiges. Dann bietet sich eine Lymphdrainage an. Bis ich gehört habe, die Stars und Sternchen Hollywoods, bevor die auf den roten Teppich gehen, machen die eine Lymphdrainage, damit das ganze Wasser abläuft und die irgendwie 1-2 Zentimeter verlieren. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt ziemlich aufgedunsen. Deswegen erschien es mir als eine gute Gelegenheit. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Hi. Wir haben deine Klingel gehört. Ah, ach so, ja, kein Problem. Alles gut. Ich habe gedacht, oder viel Stau, Bahnsteig. Ja, ja, klar. Also, danke. Was ist schon bei uns? Erst einmal mal fürs Facial, aber. Aber heute Volumenage. Genau. Ne? Richtig, ja. Also das war wirklich ein wunderschönes Studio, muss ich sagen. Die Dame, die mich massiert hat, top! Nachdem sie fertig war, mein eines Bein zu lymphdrainagieren, wie auch immer man das nennt, hat sie mit mir so einen Test gemacht. Ich habe einfach das gelymphdrainagte Bein angehoben und dann das nicht gelymphdrainaged war. Und es war allein vom Gewicht her echt ein krasser Unterschied. Das war ich direkt nach der Massage. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich optisch viel getan hat. Nichtsdestotrotz war das eine mega Massage. Ich hatte ein tolles Körpergefühl danach. Ich musste jetzt aber auch nicht tagsüber dann überwiegend aufs Klo oder so. Oder irgendwie, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass besonders viel Wasser abgeht. Ich denke, den gleichen Effekt würde man auch haben, wenn man irgendwie eine Stunde Cardio-Sport macht und sich mega einen abschwitzt. Da fühlt man sich ja auch schon mega entschlackt, ne? Also als Fazit würde ich sagen, optisch bei mir persönlich jetzt eher weniger sinnvoll. Nichtsdestotrotz war es eine gute Massage. Und weil Schönheit nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt. Und ich meine nicht einen tollen Charakter, okay? Ich meine literally von innen. Bin ich zum Arzt gefahren. Ab zum Doktor. Beziehungsweise, ich wollte zum Arzt fahren, aber in Köln war der krasseste Stau. Ich würde behaupten, den es in dieser Stadt jemals gegeben hat. Ey Leute, ich wollte einfach nur aus meinem Büro zum IV fahren. Ich brauche normalerweise 20 Minuten. Ich bin jetzt genau seit 45 Minuten unterwegs. Ey, was ist los in Köln? Eine Stunde später sitze ich einfach immer noch hier. Das ist kein Spaß. Jetzt bewegt sie seit einer halben Stunde gar nichts mehr. Ich schwöre euch, Köln ist so abgefuckt. Also wenn man so einen Stress hat in seinem Leben, wie soll man dann überhaupt schön werden? Ich habe für eine Strecke, die 20 Minuten dauert, am Ende 4 Stunden gebraucht und habe natürlich meinen Arzttermin verpasst. Habe aber zum Glück am nächsten Tag direkt einen neuen bekommen. Versuch Nummer 2 erfolgt zu Fuß. Hi, ich habe einen Termin für eine Infusion um 11:45 Uhr. Kelly ist mein Name. Ich habe mich für eine Haut- und Haare-Infusion entschieden. Obviously fehlen mir einige Vitamine. Und es geht nur, glaube ich, bis zu einem gewissen. Also selbst wenn du dich wirklich optimal ernährst, wirst du niemals die ideale Vitaminversorgung haben. Man kann immer alles idealisieren. Diese Infusionen bestehen zum Beispiel aus Vitamin C und D und B für die Hautgesundheit. B7, Biotin für Haare, Nägel, Hyaluronsäure etc. Und da lag ich nun beim Arzt und habe mir eine Spritze geben lassen. Reingescheppert. Allerdings glaube ich, wenn man das jetzt nicht super regelmäßig macht, weiß ich jetzt nicht, ob es einen so krassen Effekt hat. Dazu kommt ja noch, dass du gar nicht weißt, welche deiner Vitaminspeicher schon aufgefüllt sind. Und so wie ich das verstanden habe, funktioniert das bei einer Infusion so, dass alle Vitamine, die du nicht brauchst, einfach wieder ausgeschieden werden. Deswegen ist schon, glaube ich, Sinn macht, erstmal ein Blutbild zu machen und zu gucken, okay, was fehlt mir wirklich und was braucht mein Körper wirklich. Und dann ist es schon eine schöne Sache, glaube ich, für die Gesundheit. Wir können eh nicht mithalten mit diesen Schönheitsstandards, die sich ständig verändern. Und ehrlich gesagt, dachte ich, ich werde jetzt am Ende dieser intensiven Woche voller Beauty-Treatments vor der Kamera sitzen und mir denken, wow, I'm so beautiful. Bei meinen Haaren hat eh nichts funktioniert. Aber trotzdem, auch so habe ich nicht das Selbstbewusstsein, von dem ich ausgegangen bin, das ich haben werde. Was nur
ein weiteres Mal beweist, dass alles kommt von hier. Ich muss daran arbeiten, zufrieden mit mir selbst zu sein und dafür sorgen, dass ich happy bin. Nur dann erlangt man wahre Schönheit. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vergesst nicht meinen Song Die Welt dreht sich weiter, der am Freitag rauskommt, zu pre-saven. Nächste Woche Montag kommt das Musikvideo raus. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefällt. Es würde mich freuen, wenn ihr reinguckt. Und dann sehen wir uns da. Das ist doch schön. Seinen Traum zu leben. Hammer.